so ein bisschen nachfühlen, wie das ist bei ihren Kandidaten, wie die sich fühlen, wenn sie am Ende was gewonnen haben? Ja, schon. Wobei es ja so ist bei den Kandidaten, die wissen, das habe ich gewusst und das habe ich gewusst und das habe ich gewusst. Und ich habe es ja vorher nicht gewusst und ich habe über dieses Jahr eine Mannschaft, der ich ja sowohl im Weinberg als auch im Keller nicht reinrede. Ich war kurz davor, heute auch zu sagen, ich schaue ja nur zu und fördere natürlich die entsprechenden Dinge und habe auch sicherlich zu einigen eine Meinung, aber so richtig reinreden, wenn es um das Önologische geht, tue ich denen nicht. Umso schöner ist es dann, wenn wir dann alle zusammen feststellen, wir haben ja fast alles richtig gemacht. Was genau können Sie denn tun beim Wein? Ja, das ist ja klar. Also zum einen, wenn einem so ein Weingut gehört, hat man natürlich einen ganz spezifischen Blick drauf. Natürlich auf die Qualität des Weines, natürlich aber auch auf die Geschichte dieses Weingutes und letztlich natürlich auch darauf, wie das Weingut sich nach außen präsentiert. Also meine Frau und ich sind, sagen wir so ein bisschen, das auswärtige Amt des Weingutes. Unser Herr Barth ist der Kellermeister, unser Herr Klinger ist der Verwalter und Spezialist im Weinberg eben. Und dieses, wenn da so eins ins andere greift und wenn zum Beispiel der Kabinett, der für meine Frau und mich so der Lieblingswein ist. Wenn wir sagen, sollen wir heute Abend eine Flasche Wein trinken? Ja, okay. Und wir spezifizieren das nicht näher, dann ist das immer ein Kabinett. Und wir haben mit relativ wenig Kabinettflaschen vor 10 Jahren angefangen. Und das war für uns immer wichtig, Kabinett zu steigern. Versuchen Sie mal in Hamburg in einem Restaurant eine Flasche Kabinett den Leuten zu erklären und zu verkaufen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und dass der Kabinett sich so toll entwickelt hat und dass wir jetzt den angeblich besten Kabinett in Deutschland herstellen, das ist für uns eine tolle Geschichte. Wenn ich es mir hätte aussuchen können, nicht GG, nicht Gutswein, nicht Spätlese, nicht Auslese, Kabinett, das wäre es gewesen. Was ist aus Ihrer Sicht denn am Kabinett? Reizt Sie daran? Also Kabinett ist im besten Sinne heutzutage ein moderner Wein. Er hat eine Frische, er hat eine Leichtigkeit, gleichzeitig aber auch eine Vollmundigkeit. Sie spüren am Gaumen einen Tanz aus Süße und Säure und gleichzeitig eine Fruchtigkeit. Wiederum gleichzeitig, auch total im Trend liegend, ganz wenig Alkohol. Es geht zum Teil bis 7,5% runter, sage ich, das ist der gehobene Weißbierbereich, wo wir da vom Alkohol her liegen. Und insofern ist der Kabinett gleichzeitig klar, präzise, mineralisch, transparent. Also all das, was ein moderner Wein heute sein sollte. Und dass man den trinkt und dann Lust drauf hat, die nächste Flasche zu trinken und gleichzeitig aber weiß, dass das nicht nur eine Qualität im Glas ist, sondern dass das auch zum Glück ein weltweites Alleinstellungsmerkmal ist. Das kann die Italiener nicht kopieren, das kriegen die Franzosen nicht hin. Das schafft niemand aus der neuen Welt und selbst in Deutschland. Also da können Sie so einen Radius ziehen, weiß ich nicht, von gut 100 Kilometern vielleicht. Und dann ist es auch schon Schluss. Dann kann das keiner mehr, was natürlich den Böden im Wesentlichen gedankt ist. Und insofern finde ich Kabinett ganz großartig.